An dieser Stelle sind wir gestanden zu zweit und haben gesagt, das ist ja traumhaft. Was? Abriss? Kommt ja gar nicht in Frage, da kann man gleich hineinziehen. Was natürlich viele Leute entsetzt hat, mit Kerzenschein und so weiter. Aber Romantiker lassen sich von nichts abhalten. Aber ich würde es nicht als Arbeit bezeichnen, es ist Spaß und Freude und Hobby. Man muss natürlich manchmal klagen, so viel Erbert. Wie die Creußener es machen. Es ist ein Paradies hier, ein Naturparadies und ein Arbeitsparadies, würde ich es benennen. Ach, der Bau ist halt weil mit seinen Antiquitäten und mit seinem Schlösschen und mit seinen Viechern und mit den Kansträten und was halt alles so macht. Weil er die alte Hütten gerettet hat unter Abriss. Das war ja Mälzerei, gell, zum Beispiel. Da hängt alles dran. Man kann immer zu ihnen hingehen, wenn irgendwas wäre. Also der gibt immer, der gibt das letzte Hemd. Ich bin ja Missionar und alle Leute beraten. Und ja, was bist du nur als? Auch Rechtsanwalt und Linksanwalt und lauter so Sachen da. Das gibt's ja gar nicht. Alles habe ich studiert und Theologie und Philosophie und warum hast du das fertig gemacht und Steuerrecht gelernt? Na, das Schöne gibt's doch gar nicht mehr. Das ist ein schöneres Paradies wie hier ist und ich möchte nicht tauschen mit irgendeinem Anwalt, der an seiner Existenzgrundlage knabbert. Möchte ja nicht. So knabbert man nicht als Rechtsanwalt, euch du verdienst viele, ja? Ich kann da Zehntausende nennen, die zum Sozialamt rennen. Ah oh ja, die Mercedes kommt Arme her, die kommen ans Amt. Mercedes kommt her. Jetzt müssen wir. Komm mal ein wenig her, du darfst einmal auf die Kamera, du kannst den Paul annehmen. Du darfst einmal wenig her. Ja. Nicht aufs Bild kommst du nicht. Ja. Aber die haben Paul öfters mal fotografiert und so, die wohnt in meiner Nachbarschaft da oben. Die Mercedes, ja. Mercedes, geh mal ein wenig her. Ich habe wieder was hingestellt. Es ist überall in so alten Städten. Die einen lieben das Antike und die anderen möchten lieber jeden Sandstein anmalen. Und jeden alten Sandstein hinauswerfen, gell? Das ist der Konflikt. Es gibt Leute, die sind eben sehr positiv dazu eingestellt, es gibt Leute, die sind eher negativ dazu eingestellt. Ich gehöre zu ersteren. Deswegen unterstütze ich das Ganze so ein bisschen mit entweder Futter vorbeibringen, Gartenabfälle, je nachdem, was mir gerade einfällt. Oder helfe auch hier ab und zu mal ein bisschen dazu, wenn mal gerade jemand gebraucht wird. Das ist schon alles eigentlich. Antike Dinge bewahren, antike Dinge aufkaufen, stapeln, auf Halde legen. Und die Natur lieben und kann jeder lernen davon. Geht so. Vorsicht, rutschiges Brett kann werden. Es sind natürlich auch Dinge, die schon 10 Jahre liegen und die sind auch ein wenig morsch worden. Aber lässt sich immer noch wieder was verwenden raus. Wenn ich das nur auf den Stapel lege, dann sind die Sachen zerstört und vernichtet, gell? Alter, weiter. Wer einen großen Garten hat, der kann nicht mit der Pinzette arbeiten, gell? Der muss in großen Dingen überlegen. Mit der Kettensäge und mit der Handsäge wird man vielleicht Ordnung schaffen. Wer bloß 100 Quadratmeter hat, der tut mit dem Staubsauger seinen Garten putzen. Und ich gehe erst nach 5 Jahren wieder drüber. Kommt her. Kommt her. Und Laub, Bäume und Laub, die bilden ja keinen Dreck. Die sind für mich kein Dreck, sondern, und da meinen die Creußener vielfach, die machen viel Dreck. Bäume und Grünsach macht nie einen Dreck, nur die Menschen machen Dreck. Ja, von der Geschichte her ist das Schloss Bühl ein sehr interessantes Bauwerk, auch vom Alter her, von der Bedeutung, den Creußener Herren her. Hat natürlich jetzt in der jüngeren Geschichte, aktuelle Zeitgeschichte, eine sehr problematische Rolle bekommen, dass durch den jetzigen Eigentümer der Zustand, der Umfeld ist also nicht das, was man sich vorstellt für eine schöne mittelalterliche Stadt. Creußen ist jetzt eine sehr alte Stadt mit einer tausendjährigen Geschichte. Wir haben in den letzten Jahren unsere Stadtmauer, den Altstadtbereich, hervorragend restauriert. Das ist wirklich ein schönes Anziehungspunkt geworden, auch für Ausflüge. Und leider ist genau an der gegenüberliegenden Seite unseres Mainz, des grünen Bandes um Creußen rum, das Bühler Schloss, das in seinem Umfeld ja, man könnte schon fast sagen, mehr einer Deponie, einer wilden Kippe entspricht als einem ordentlichen Schloss. Wer sich über kurzfristig abgestellte Dinge hier ärgert, aus irgendwelchen Gründen, der sollte sich zuerst umdrehen und diesen Schwarzbau, diesen eingeschütteten Schlossweiher beäugen und sich darüber aufregen. Da sind zementierte Dinge, hier sind private Unzulänglichkeiten, die in Kürze auch revidiert werden können. Aber solche Dinge, die vom Landratsamt nicht ordentlich geregelt werden und von der Stadtverwaltung, das halte ich für einen unerhörten Vorgang. Aber die Schläge. Das ist halt eine billige Commodity. Jemand, der nicht viel zahlen will, der nimmt das sowas, gell? Die Beschläge sind ja, die sind bloß hässlich angemalt. Hässlich angemalt, aber sonst, innen sonst wäre es gut, bloß die Platten ist halt ein bisschen. Ja, jede Woche kommt so und so viele Sachen drauf. Ehrlich. Lastwagen weiß manchmal, weiß ich gar nicht mehr wohin damit, da steht das ganze Trottoir voll. Und da dauert es wieder einen Tag, 2 Tage, eine Woche, bis das wieder dann verschräumt ist und irgendwo versteckt und irgendwo zugedeckt und, oder gleich verkauft und das andere auf Lager gelegt und auf Halde gelegt. Es ist ein Mannbetrieb und ich werde manchmal mit der Flut nicht fertig und da lasse ich alles liegen, das ist mir egal, wie es ausschaut. Hier. Ordnungssystem habe ich schon dahinter, obwohl es nicht danach ausschaut. Man muss gewisse Sachen sofort ins Haus tragen und gewisse Sachen gleich abdecken und gewisse Sachen so hinstellen, damit sie nicht nass werden. Und dann ordnet sich die Sache von selber. Die einen Dinge sind schwer und die anderen sind leicht. Die leichten kann man leichter versorgen als die schweren Dinge. Du musst dann dahinter stehen. Ja, wer die Sache betrachtet, der versteht es von selbst. Gell? Wer es gar nicht verstehen will, für den ist das alles eine Unordnung oder ein Chaos. Gell? Aber die Welt ist aus dem Chaos erschaffen worden. Der ganze Sternenhaufen ist ein Chaos. Gell? Und doch hat es seine Ordnung. Ich kannte ihn damals halt als Kunden oder wenn man halt so mal laufen hat sehen. Und damals war es eben so, als die das Schloss gekauft haben, dass ja seine Frau mit den Skulpturen gemacht hat. Und irgendwie hat man gedacht, die machen was aus dem alten Kasten. Denn es war ja eigentlich damals schon alter Kasten. Und seine Frau hat, als er dann diese Skulpturen gemacht hat, hat er auch diese Fensterläden bemalt, die da an dem Schloss sind. Und das Schloss, das sah eigentlich danach ganz schmuck aus. Und da hat man eigentlich gedacht, dass die eben so viel Idealismus besitzen, um dieses Schloss da aufzumöbeln. Also das ist die Fortsetzung von dem Fries hier, was eine ehemalige Rampe war. Ist alles einzeln hier gebaut worden, handmodelliert. Sind liebkosende Kätzchen, jedes ist einzeln wieder für sich. Da ist nichts gegossen, jedes wieder extra ein Ausdruck. Und hier ist der Löwe und hinten war die Löwin von der anderen Seite. Und hier noch eine Freitreppe, ist aber nicht mehr frei, vollgelagert. Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, was die ganze Pflanzerei ist. Es gibt nur eine Wucherung und nichts Dauerhaftes. Und dann haben wir auch in Stein gearbeitet. Weil ja dieses Schloss noch nicht so richtig ausgebaut war und eigentlich ein einfaches Landschlösschen dargestellt hat und eigentlich noch ein Mälzerei-Gebäude unter Abriss. Noch nicht so ansehnlich und keiner wollte das haben, und um es überhaupt wohnlich und schön zu machen. Und das ist uns also die ersten 5 Jahre gelungen, 10 Jahre, und dann haben wir, ich jetzt nur noch nachmittags mache einen Markt, und das Haus ist seit 20 Jahren unbewohnt letztlich. Vor Weihnachten kommt er dann auch öfter mal ins Geschäft und da kauft er halt dann so Kerzen und so Sachen. Und also mir gegenüber ist er schon zugänglich, aber ich weiß von anderen, dass er zu manchen eben sehr misstrauisch ist. Und ich denke, dass er dieses Misstrauen, dass das erst geworden ist. Weil er durch das, dass das alles so ein Unrat ist, denkt er auch, dass die ihn ans Zeug wollen. Für uns ist eigentlich das Problem die Behinderung vor Ort und der allgemeine Zustand des Schlosses. Wenn man den Zaun, die Umfriedung anschaut, das ist zum Teil wieder Stacheldraht, Rohrmatten, Türen vorgeschlichtet. Und vor allem jetzt im Winter, wenn das Laub weg ist, der Hang zum Rotmaintal runter, ja, schaut eigentlich mehr aus, als wäre es für eine Deponie oder eine wilde Ablagerung von Möbelstücken und irgendwelchen Gerümpel, als ein Lagerplatz von Antiquitäten. Für wen soll ich denn aufräumen? Für wen soll ich das in die eine Ecke, oder wo wollen denn die Hortensien gepflanzt haben oder wo die Geranien hin? Und das ist doch uninteressant, das ist doch Privatgelände. Ich bin den ganzen Tag eine Art Missionar, theologisch und philosophisch. Und dann ist man ausgefüllt den ganzen Tag. Wenn man dort ein schönes Gespräch hat und dort ein schönes Gespräch, dann brauche ich eigentlich aus dieser Insel gar nicht mehr rausgehen. Obwohl ich viele am Gartenzaun auch von außen her spreche und so weiter. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man dann doch Erfolg sieht und der nimmt das an und der nimmt das an und ja, du hast recht. Oder mit den Tieren, die Schöpfung und den Garten und die Bäume, alles sehe ich das philosophisch wie verschiedene Theologien, auch Zen-Buddhismus und was es alles gibt, und indische Yoga und Christentum natürlich sowieso. Und ja, also kosmopolitisch. Jetzt ist genug. Ja. Ah, ja. Die Tiere brauchen diese sogenannte Unordnung. Da brauchen nicht. Wenn ich da jetzt alles mit der aufräumen und jetzt, dann sind so wieder alles durcheinander. Ja, das ist gar nicht lohnen. Ja, das lohnt sich gar nicht. Die brauchen das Zweigele. Da mal knabbern und da mal knabbern. Ich habe zuerst ein bisschen Angst gehabt bei den Tieren, bei den Ziegenbock und so. Jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt. Ziegen, ne? Man muss eigentlich auch schämen, Bau der Wahrheit will. Das ist eigentlich auch gut, wenn man was erzählen dort, was man nicht weiß. Das ist ein bisschen aufregend, das ist ein guter Geschichtenerzähler. Als mir das erste Mal begegnet ist, hat er gerade Bücher eingeräumt. Haben mir ein paar die Bücher angeschaut. Dann bin ich eigentlich am nächsten Tag wieder gekommen. Da habe ich mal getroffen, mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Bin ich mal mit reingegangen und mir das Schloss gezeigt. Hat einfach noch nicht. Da habe ich ein bisschen so geholfen. Habe ich mir mal vielleicht eine Kleinigkeit mit Handnummer. Ja, ja. Also ich verkaufe ja, da muss der Vater immer Bescheid wissen, wenn er so ein Bajonett zum Beispiel bekommt. Das kriegt er nicht selber mit, sondern das kriegt der Vater dann. Das bringen wir ihm, damit da nichts passiert. Das machen wir genauso. Ja, das ist immer schwer, das habe ich vom Ball bekommen. Habe ich einfach gekauft. Habe ich schon ein bisschen was angezahlt. 20 Uhr. Jetzt da ich noch ganz reparieren, da so schön einhaken, dass man schön wieder anfassen kann und schön. Also Holz ja, Dings, ja. Da ich aber nicht schaffe, das hänge ich in mein Zimmer rein. Die Kleinen zuerst, und dann die großen Hammeln. Hallo, ja? Er sagt doch, grüß Gott, ich komme gleich. Was ist denn da los? Was braucht er? Ja, verschiedenes. Ja, nämlich? Sprich. Stuhl. Stühle, ja. Und ein Tisch. 50 Stück, 20 Stück. Nein, nicht so viel, ja. Einer lang. Ich hätte einen Bausatz unten im Gewölbe vielleicht, ja. Eckstuhl. Aber kannst du einen bauen draus, ja? Ich habe eine Basis. Ganz oder ist es kein Eckstuhl? Doch muss ein Eck sein. Hab ich. Zwei könnten, ja, schauen wir mal, sägt man den Fuß ab, dann ist eine Ecke. Ja, und da stoßt man mal den Bach runter. Gell? Und dann, was noch? Was suchst du noch? Ein Tisch, einen ganz einfachen Tisch. Einen einfachen Tisch. Da unten, ich habe 25 Tische hier. Da ist ein kleiner oder ein normaler Wirtshaustisch. Der da. Na, vielleicht so, ne? Ja, da sind so. 3 Stück da vorne. Es hat sehr massive Probleme gegeben. Inzwischen haben die Leute eingesehen, dass es also zu nichts führt. Und man lässt ihm sein Leben, solange er sich auf seinen Bereich beschränkt. Wo es natürlich immer dann wieder nach außen hin jetzt mit Verstellen von Platz und so weiter geht oder mit der Absperrung seines Grundstückes zum Teil mit massiven Stacheldrahtzaun, wo dann ja öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Da muss natürlich auch eingeschritten werden. Da gibt es auch Nachbarn, die sich dann schon beschweren und sagen, da muss jetzt was unternommen werden. Rumpel, 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 alles haben mitkommen und schnell wieder zumachen, damit kein wildes Tier hinausgeht. Alle herin. Den letzten beißen die Hunde. Die Katzen. Ja. Jetzt bitte hinauf, die Leiter. Kerzengrad. Wie die Oberfranken sagen. Kerzengrad hinauf. Rechts rüber. Rechte haben. Wie lange hat denn das gedauert, bis man so was zusammen hat? 10 Jahre, 15 genau dabei. Die Hälfte ist schon wieder verkauft, liegt noch unabgeholt herum. Okay, wie das so ist. So, da hinauf. Ach, da wäre ein schöner Tisch gewesen. Schau her, 60 Mal, geht er? Nein, nicht. Der muss ein ganzer gerader Beamtentisch. Ja, das spielt in den ja, dann habe ich oben zwei. Ach, warte mal, da unten wäre einer mit gerade Füßen, aber abgesägt. Gehen wir da auf den Rückweg nochmal vorbei. Wir kommen da nicht mehr runter. Also der wäre abgesägt, gerade Füße. schöne Platte. Der ist da, der sitzt so übereinander, steht nicht auf dem Boden. Aber ich habe einen ähnlichen, der passt. Vielleicht dort oben, sehen Sie mal, der ist so gut aus. Der dunkle, der ist kürzer. Habt ihr da Platz? Habt ihr für den Platz? Der da, da macht man da eine Platte drauf. Die ist jetzt nicht die originale Platte. Macht man andere drauf. Platten haben wir genug. Der wäre was. Was soll denn der kosten? 50 Mark. 40 ohne Platte. Und die Platte dann eine andere. Wenn also wenn die Platte ist, ist es in Ordnung. Ich habe genug Platten, da liegen 3 Platten umeinander. Die braune kann man nehmen. Da machen wir 50 mit der Platte. Gut, dann nehme ich ihn aber trotzdem jetzt nicht. Ja, dann gucke ich mal rein. Also zwischen 1 und 2. Ja. Ich glaube, er hat eine Platte dazu und habe da richtig nochmal eine Platte dazu. Wieder schöne Schwalbe hier zum Zusammenbauen hier. Die hier, eine Schwalbe aus den 50er Jahren. Na, du, ich bin heute nicht aufgelegt als Filmmann. Du, ich bin heute. Mir steht heute, wenn du mit mir zu Mild gingst oder nach Bayreuth, da war ich dann voll in Fahrt, aber jetzt bin ich nicht in Fahrt. Du. Hinweis, dass der Feuerschutz relativ schlecht gegeben ist. Das Gebäude ist innen ja massiv zugestellt mit Antiquitäten, mit Möbeln. Bei einem Ausbruch von Feuer ist es relativ schwer beizukommen. Wir haben versucht, Arzttermin zu machen mit der Feuerwehr, um den Brandschutz auch sicherzustellen. Also da ist auch aufgefordert worden, und die Feuerwehr weigert sich, also im Brandfall ins Haus reinzugehen. Ich bin da bestellt, ja, mit der Sitzung da. Moment. Denn es ist keine geordnete Löschung möglich. Es geht eigentlich um die Probleme um Vogtmann. Ich will einen sauberen Stadtrat und der ist damit nicht gegeben. Wie ihr vielleicht schon geredet habt, Schlossweiher ist im Schwarzbau praktisch illegal niedergemacht worden, eingeschüttet worden. Die Garagen stehen im Schwarzbau da. Das war ein Artikel vor 5 Jahren mal, dass ein solcher Stadtrat im Stadtrat nichts zu suchen hat, hat der Staatsanwalt betont. Und es geschieht einfach nichts. Es wird alles unter den Teppich gekehrt. Gut, das sind jetzt Beschuldigungen, die natürlich sehr massiv sind. In Creußen gibt es im Bereich Bühl keine Bebauung als Schwarzbau, das muss man kurz mal sagen. Der damalige Eigentümer des Schlosses, der ganzen Anlage, Sie haben jetzt den Stadtrat Vogtmann angesprochen, der Miteigentümer war in einer Erbengemeinschaft, hat in seinem eigenen Garten ein Haus errichtet. Das war kein Garten, das war ein Schlossweiher. Na gut, das war mit einem Weiher drin, das war aber eigenes Gartenbereich, hat in seinem eigenen Garten in dem Weiherbereich ein Haus errichtet. hat für dieses Haus eine Planung machen lassen. Die Planung ist genehmigt, ist vom Landratsamt als Bauaufsichtsbehörde entsprechend positiv entschieden worden. Und dann ist das Haus errichtet worden. Und im Nachhinein ist dann irgendwo ein Teil aus dem Gesamtanwesen, Schloss, das Sie dann gekauft haben, verkauft worden. Also es hat jetzt ja, das eine mit dem anderen jetzt nichts aber zu tun. Gut, und ich setze noch eines drauf. Das gesamte Geschäftshaus ist im Schwarzbau entstanden, weil nämlich das Gesetz vergessen worden ist. Das Ensembleschutzgesetz von München, vom Landesamt für Denkmalpflege, da geschieht nie und nimmer was, dass das nicht eingeschüttet wird. Und dieses Gesetz haben Sie übergangen, Bürgermeisteramt, Stadträte, Landratsamt womöglich, und die Regierung von Oberfranken weiß noch gar nichts. Und das Landesamt für Denkmalpflege weiß auch noch nichts. Und da will ich endlich mal antworten nach dieser langen Zeit, aber bei Denkmalsgeschichten sind diese Sachen nicht verjährt. Gut, das ist jetzt eine Sache, ja, die Sie behaupten. Ja, die behaupte ich, und die möchte ich nachgeprüft haben. Wir stellen aber an Sie auch seit Jahren Forderungen. Sie sollen Ihre Anlage in Ordnung bringen, Sie sollen Ihre Sachen vor dem auf öffentlichen Grund wegnehmen. Ja, die Einfriedung ist mit Stacheldraht, mit Sachen gemacht, das sind Gefährdungen. Das ist also noch nichts passiert. Die ganze Anlage des Schlosses von Creußen her gesehen wirkt eher als eine... Ja, es ist nicht so aufgeräumt, aber es ist immerhin positiv vieles gemacht worden, und ein Mann schafft es jetzt nicht alles. Da ist freilich vieles im Argen, aber ich erwarte von Ihnen als Aufsichtsbehörde und als Verwaltungsgemeinschaft, dass Sie auch Ihre zementierten Dinge gut machen und nicht so, dass sie gerügt werden können. Und ich warte jetzt eine Vereinbarung, Sie machen Ihre Anlage, immer wieder. Wenn Sie fertig sind, bin ich auch fertig. Aber die Dinge, die ich jetzt konkret genannt habe, schauen Sie in der Akten noch. Die Akte ist so dick. Dürfte ich einmal die Gegenakte, wo wir Sie auffordern, Sachen zu machen, ist mindestens genauso dick. Genau, also da brauchen wir uns gegenseitig nichts vorwerfen. Die werden immer wieder geregelt, die Sachen. Draußen ein ordentliches Schloss. Das können Sie nicht erwarten von mir, vom Privatmann, dass Sie ein Bilderbuchschloss erwarten. Das war noch nie ein ordentliches Schloss, das war eine Mälzerei, auch von Vogtmann und Erbengemeinschaft missbraucht. Wir haben es unter Abriss gekauft, die alte Mälzerei. Wir haben kein Schloss gekauft. Und die Dinge, die alle geleistet worden sind, die werden jetzt hoffentlich in diesen Filmen mal hervorkommen. Und... Für mich als Stadt wäre es schön, wenn die Sachen, die gleich sind, auch mal von außen sichtbar wären. Denn wenn ich Stadtführungen mache mit Besuchern hier in Creußen, dann muss ich sagen, es war noch keiner dabei, der gesagt hat, das ist aber eine schöne Anlage. Das ist insgesamt eine schöne Anlage, aber es sind auch gewisse Dinge, die noch unzulänglich sind, was da so alles herumliegt. Das ist mein privater Garten. Ich brauche nicht jeden Topf, den Futtertopf, den ich da runtertragen muss, brauche ich ja nicht aufräumen wieder, oder? Das ist halt Wildpark. Ja. Wildpark, ganz gut gesagt. Ja. Täubchen nisten und brüten. Die Dohlen sind da unten. Mal den Laden. So. Den Bürgermeisterleinsladen hängen wir wieder ein. So. Sonst heißt, da hängt der Laden runter. Die Läden habe ich vor 28 Jahren selbst gezimmert. Da hat der Milton das Alphabet gelernt, als ich die Läden gezimmert habe mit Restholz und angemalt. Ja, ohne eine Mark Denkmalszuschüsse. So, Alter, genug. Da haben wir noch ein Hornissennest zu zeigen hier. So, ein tolles Exemplar Hornissennest. Das ist vor Jahren da runtergeflogen. Da hat man noch ein altes Fernrohr hier da. Da kann man in die Ferne schauen. Wie hin ist wie Augustin, weit mit mir reichen sind.